Dann herzlich willkommen zum zweiten Webinar heute mit dem Titel Mitglieder Import. Es ist jetzt ein Excel-Seminar, na fast. Es ist kein Excel-Seminar, um Gottes Himmels willen, sondern es ist also ein Seminar, aber bei dem wir also auf alle Fälle Excel brauchen. Also ohne Excel haben wir jetzt hier fast keine Chance, denn NetXP-Verein kann viele Standardimporte, aber Excel, Entschuldigung, aber NetXP-Verein importiert, wenn man es mal in der Realität betrachtet, mindestens 80% Excel-Listen. Und aus diesem Grund will ich heute mal an der Stelle mal demonstrieren, wie wir denn Mitglieder aus Excel-Listen, entweder gesamt oder auch teilweise, eben entsprechend in NetXP-Verein importieren können. Jetzt können wir da natürlich nicht einen tagelangen Excel-Kurs draus machen. Aus dem Grund werden jetzt ein paar Leute, die vielleicht in Excel noch nicht so viel gemacht haben in ihrem Leben, ganz schön gucken dann, was es alles gibt in Excel für Excel-Profis, die oder für jemanden, der das beruflich verwendet, der sagt, oh Gott, ist das langweilig, sperren kannst denn du gar nichts. Aber schauen wir mal. Okay, wir schauen uns zuallererst mal an, wie denn dieser Import in Excel grundsätzlich, Entschuldigung, dieser Import in NetXP-Verein grundsätzlich funktioniert. Hier in meinem Testverein habe ich eine Mitgliederliste, die komplett leer ist. Ich habe also in meinem Testverein hier kein einziges Mitglied. Und diese Mitglieder, die ich jetzt in meinem Bestandsverein habe, die will ich jetzt natürlich importieren. Und für den Import von Mitgliedern steht uns zur Verfügung der Menüpunkt Verwaltung Import. Und hier können wir jetzt Mitglieder importieren. Wir können standardmäßig Mitglieder importieren aus SPG-Verein, von der Software ProWinner, von der Software MSA-Verein, wir können Rechnungen importieren von eBusi als Sportplatzbuchungssystem und wir können auch SEPA-XML-Dateien entsprechend hier importieren später, damit dann die in der sogenannten Buchungsliste eben auftauchen. Aber diese beiden brauchen wir jetzt nicht für unseren Mitgliederimport. Das sind also spezielle Importe, einmal für Rechnungsdaten und einmal für Buchhaltungsdaten. Die lassen wir jetzt mal weg. Alles andere ist relativ einfach. Bei SPG-Verein kann ich also eine Datensicherung erstellen, eine Stammdatensicherung. Das ist hier nochmal genau erklärt, wie wir die finden. Und wenn wir diese Stammdatensicherung haben, dann können wir die hier einlesen. Und damit sind automatisch Mitgliederabteilungen und Beiträge in NetXP-Verein entsprechend angelegt. Bei ProWinner können wir die ProWinner MDB einlesen und können hier unten zusätzlich angeben, ob wir zu den Mitgliedern auch die Beitragsgruppen, die Abteilungen, die Ehrungen und die Funktionen importieren wollen und eventuell bereits vorhandene Mitglieder, Testmitglieder, Ähnliches, dass wir die vielleicht vorher löschen wollen. Also immer, wenn man das hier anklickt, immer ganz vorsichtig sein, denn wenn man vorhandene Daten vor dem Import löschen anklickt, werden, bevor dieser Import startet, dann erstmal alle Mitglieder gelöscht, die drin sind. Bei MSA war das ein MSA-Ordner, das ist ein Dateiordner. Aber, wie gesagt, mehr als 80% unserer Importe werden durch sogenannte Excel- oder CSV-Dateien importiert, gestartet, getätigt, je nachdem. Diese Excel-Listen, die haben oder müssen jetzt bei NetXP-Verein keinen besonderen Aufbau haben. Es gibt hier Softwareprodukte, die verlangen einen ganz bestimmten Dateiaufbau. Also in der Spalte A muss die Mitgliedsnummer stehen, in der Spalte B zum Beispiel, dann das Geburtsdatum, in der Spalte C der Nachname, in der Spalte D der Vorname. So ist es bei uns nicht, sondern wir können dann später die Spalten, die wir in unserer Tabelle eben entsprechend haben, dann den entsprechenden Feldern in NetXP-Verein per Drag and Drop, per Mausklicken und Ziehen entsprechend zuordnen. Wenn Sie zuallererst mal wissen wollen, welche Felder es denn standardmäßig in NetXP-Verein gibt, die wir importieren können, können wir uns hier diese Dateibeschreibung öffnen. Daraufhin öffnet sich ein PDF. In dem PDF sind jetzt alle Felder enthalten,
die wir in NetXP-Freien entsprechend importieren können standardmäßig und welche Besonderheiten eben dahinter stecken. Und wir sehen zum Beispiel das Austrittsdatum, ist Tag-Tag, Monat-Monat, Jahr-Jahr-Jahr, ist optional. Bei Angabe eines Austrittsdatums in der Vergangenheit muss bei Status ausgetreten bzw. verstorben eingetreten werden. Dann Beruf, Text. Ich habe also alle Felder hier, die man entsprechend importieren kann. Übrigens an der Stelle ein Hinweis: bei Neukunden, also bei Vereinen, die den Wechsel zu NetXP-Verein erwägen, hier importieren wir kostenlos das erste Mal für den Verein, also der Erstimport der Mitglieder ist hier bei NetXP-Verein kostenlos. Meine Kollegen helfen gerne bei den Importen oder importieren komplett selbst eben für den Verein eben die entsprechenden Mitglieder. Kostenlos, habe ich schon gesagt, glaube ich. Ja, bei diesem Excel-Import können wir uns grundsätzlich auch anwählen, ob wir direkt beim Import die Beitragsgruppen mit importieren wollen, sprich diese Zuordnung Mitglied zu Beitrag oder auch Mitglied zu Ehrung, Mitglied zu Abteilung oder Mitglied zu Gruppe. Und auch hier können wir auswählen, ob wir vielleicht bereits vorhandene Daten vor dem Import löschen wollen. Ja, so viel erstmal zu diesen grundlegenden Einstellungen hier in NetXP-Verein. Jetzt wollen wir nochmal einen Blick werfen auf unsere Excel-Datei. Ich habe hier eine Excel-Datei mit Beispieldaten. Die Version, glaube ich, ich habe keine Ahnung, was ich für Excel-Version habe, aber ich glaube, dass das Excel 2021 ist, also momentan, oder 2022, ich weiß nicht, eine Sekunde steht da irgendwo. Steht auch nirgends mehr, glaube ich, oder? Na, da unten steht es, bei Konto. Microsoft 365 Apps. Keine Ahnung. Es gibt keine Excel-Versionen mehr. Es macht nichts. Also wie gesagt, es ist eine relativ neue Excel-Version. Ist vergleichbar mit momentan Excel 2019. 2019, okay. Ja. Genau. Dann wunderbar. Dann wie gesagt, hat meine Excel-Datei hat folgende Spalten. Ich habe also eine Spalte Nummer, das ist die Mitgliedsnummer aus meiner alten Software. Ich habe die Spalte Vorname, Nachname, Straße, Postleitzahl, Ort, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, irgendeine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, IBAN, Beitragsnamen und Ehrungen. Natürlich kann so Excel-Listen also deutlich mehr Felder enthalten, aber wir wollen ja abends heute irgendwann mal ins Bett gehen und deshalb ist es wichtig, dass wir zeitnah fertig werden. Also wir haben ja durchaus Importe, die bis zur Spalte. Also ich habe letztes Mal einen Import gesehen, der war bei Spalte KA war der zu Ende. Also AA bis KA war das. War also eine relativ breite Tabelle. Da sollte man dann einen breiten Monitor haben, wenn man den darstellen will. Okay, dann müssen wir uns anschauen, was müssen wir jetzt in Excel machen, damit NetXP-Verein das später importieren kann. Dazu folgendes. Wir müssen darauf achten, dass wir feldtreu arbeiten. Das heißt, diese Nummer, also jedes Mitglied ist eine Zeile und in einer Spalte dürfen nur Daten eines ganz bestimmten Typs stehen. Zum Beispiel eben nur der Vorname. Und das passt auch ganz gut bei diesen Feldern hier, E-Mail, Privat und IBAN. Jetzt gibt es aber eben Schwierigkeiten und zwar bei den Feldern, und das ist bei fast jedem Import so, bei den Feldern Beitragsnamen und Ehrungen. Ehrungen könnte sein, dass das ein sehr langer Text ist. Ehrungen können aber auch natürlich aneinander gekettet mehrere sein. Ja, und aus dem Grund müssen wir das Ganze jetzt aufteilen. Wir müssen hier dafür sorgen, dass wir harmonische Daten haben. Das heißt, wir brauchen später eine Spalte, in der gekennzeichnet ist, welches Mitglied einen altersabhängigen Beitrag hat. Wir brauchen eine Spalte, die kennzeichnet, welches Mitglied einen Familienbeitrag hat. Und wir brauchen eine Spalte, die uns sagt, wer eben einen Fußballabteilungsbeitrag hat.
Jetzt in meinem Testverein hier habe ich insgesamt vier verschiedene Beiträge. Ich habe altersabhängig, ich habe den Fußballabteilungsbeitrag, ich habe den Familienbeitrag für den Zahler und ich habe das Familienmitglied. Und jetzt würde ich Folgendes machen, und zwar würde ich jetzt hergehen und jetzt erstmal hier vier Zellen einfügen. Also 1, 2, 3, 4. Übrigens, die Taste F4 wiederholt bei Excel den letzten Befehl. Und bei Zellen einfügen ist das ganz praktisch, weil dann brauche ich eben einfach nur viermal auf F4 klicken und dann werden vier Zellen eingefügt. Ich habe früher sehr gerne mit Excel gearbeitet. Okay, dann muss ich diese Köpfe hier beschriften. Ich habe hier Beitrag altersabhängig. Dann haben wir hier Beitrag Fußball. Reicht. Aber zweites L braucht man noch. Den macht man hier Beitrag Familie Zahler. Beitrag Familie frei. Also das sind Spaltenüberschriften, die, mit denen muss ich klarkommen, weil ich mache später den Import und sonst keiner. Ja, jetzt gibt es in Excel eine wunderbare Funktion und diese Excel-Funktion nennt sich Finden. Und jetzt können wir hergehen und sagen, okay, ich will jetzt diese Excel-Funktion finden. Ich meine, das, wie gesagt, ich kann jetzt keinen kompletten Excel-Kurs machen. Vielleicht ganz kurz erklärt. Also gibt also eine Funktion hier Finden. Alle, dann finden wir eine Funktion unter F, die nennt sich Finden. Finden. Und diese Funktion Finden funktioniert folgendermaßen. Ich habe also einen Suchtext und ich will jetzt hier den altersabhängigen Beitrag. Und hier will ich also jetzt Folgendes schaffen. Und zwar will ich, dass ich jetzt hier den Suchtext Alter suche. Wo suche ich den? Dieser Zelle suche ich den. Und das sieht man schon, ist nicht fett geschrieben, das ist also optional, das braucht man nicht. Perfekt, zack. Steht hier ein Einser drin. Schauen wir mal nach unten. Stehen überall Einser, so perfekt. Noch weiter. Und plötzlich sehen wir jetzt mal hier einen Wert stehen. Das bedeutet, hier steht eben nicht Alter drin und aus dem Grund bringt uns Excel einen Fehler. Genau. Ja, das Ganze zieht man jetzt bis unten, also bis zu seinem letzten Mitglied. Das wüsste man, glaube ich, alle, wie man so Excel-Funktionen eben nach unten ziehen kann. Wir haben wie viele Mitglieder haben wir denn überhaupt? Ich kann es nicht sehen. Schon ein paar. So, das war das Erste. Jetzt muss ich aber das Ganze überarbeiten, denn ich darf jetzt hier nur eben ein Einser drinstehen haben, bei denen hier kein Wert steht. Und das macht man eben, indem ich nochmal eine Zelle einfüge. Ich mache dieses Gleiche hier rüber, jetzt einfach mal zur Hilfe und kann dann sagen, mit einer Wenn-Funktion. Ich hätte es auch gleich mit einer Wenn-Funktion machen können, aber das wäre dann definitiv zu kompliziert worden wahrscheinlich. Also ich kann sagen, wenn hier ein Einser steht, dann machst du mir hier ein X rein. Und wenn hier kein Einser steht, machst du mir hier nix rein. Das reimt sich. Wie wir vom Pumuckl schon gelernt haben, was sich reimt, ist gut. So, schaut das Ganze so aus. Ich habe jetzt hier ein X. Ach. Nimmt wenn Fehlerfunktion. Ja, wollte ich gerade sagen. Gibt eine andere Funktion, die nennt sich wenn Fehler. Na. Gibt einen Wert, falls Fehler aus. Falls es sich bei dem Ausdruck um einen Fehler handelt oder andernfalls der Wert des Ausdrucks selbst. So, also das ist genau die gleiche Funktion wieder. Also ich sage,
wenn das hier gleicher 1er ist, dann ist er 1er und Wert, wenn Fehler, macht man hier nichts rein. Nichts macht man einfach mit zwei Hochkommas. Genau, schaut das Ganze so, ja, macht nur wahr, nicht? Ist wurscht. So, steht einfach, auf alle Fälle steht jetzt hier irgendwas drin und wo eben kein Beitrag ist, steht nichts drin. Das ist das entscheidend Wichtige. Jetzt, wenn wir diese Hilfsspalte löschen würden, dann würde Folgendes passieren, dann würde natürlich das hier auch gelöscht werden. Das wollen wir nicht und aus dem Grund gibt es halt ganz was Einfaches in Excel. Und zwar ist das eine Spalte, die auf einer anderen Spalte beruht, die kopiere ich jetzt mal. Und jetzt nehme ich diese gleiche Zelle, also diesen gleichen Rand hier und füge jetzt ein, nur Werte einfügen. So, und jetzt steht hier wirklich kein Wert mehr drin, sondern es steht wirklich wahr. Das bedeutet also hier unsere Hilfsspalte kann man weglöschen. Genau, jetzt müssen wir das eben nur noch für die anderen auch noch machen und dann haben wir schon fast fertig. Okay, beim Fußball. Ich mache das jetzt ein bisschen anders. Ich mache jetzt nochmal, ich mache jetzt diesen Formel-Editor wieder auf. Sag wenn. Und bei wenn schreibt mir jetzt rein, finden, Klammer auf. Und ich sage, ich will finden das Wort Fußball. Und wenn ich das Wort Fußball gefunden habe, da wo will ich Fußball finden? Ich will Fußball hier finden. Und wenn ich Fußball gefunden habe, dann gleich 1, mach das mal weg. Das Fußball muss in Anführungszeichen. Ich bin zu faul. Ich wollte doch nicht, wenn. So. Ich will Fuß suchen. Wo will ich es suchen? Hier will ich es suchen. Und wenn das Ganze hier ein 1er ist, dann soll er mir hier ein X reinmachen und ansonsten nichts. Bin ich halt deppert oder was? Ja, du hast es mit der Wenn-Funktion gemacht. Wenn du es mit Wenn-Fehler machst, dann funktioniert es. Ja, ich habe wieder. Entschuldigung. Excel ist schon eine Weile her, oder? Wie bitte? Excel ist schon eine Weile her, ne? Bei mir ist schon lange her, ja. Ja. wenn. Tja. Und hier nichts. Ich bin heute jetzt blöd, also ganz ehrlich, macht auch nichts, ist nicht so tragisch, denn ihr macht mir jetzt falsch. Boah. Ich sehe es nicht. Wenn finden ist 1.
Ich weiß nicht, warum wir bei Finden jetzt. Erwartet da nicht ein True oder False? Ach, ich bin ein. Na. Ich habe nicht ist gleich, sondern. Ja, klar, größer. Ja. So, jetzt ist richtig und jetzt hätte man natürlich da auch das falsch rausmachen können und dann einfach nichts reinmachen können. Und dann wäre es jetzt so. Wäre genauso gut. Und jetzt übrigens könnte man das Ganze jetzt natürlich darüber kopieren. Das heißt, ich kann mir diese Funktion hier rüberziehen und muss jetzt eben hier nur einstellen, zum Beispiel Zahler. Und dieses M muss sich auf L ändern. Dann haben wir also hier die ganzen Zahler. Und bei frei, das heißt ja dann Mitglied, dann ziehen wir das rüber darüber. Also das könnte man jetzt natürlich fixieren. Wo steht da Mitglied? Der ist aber da okay, sensitiv, oder? Ich bin schon. So, also muss man auf Groß- und Kleinschreibung ein bisschen aufpassen. Und dann könnten wir jetzt die ganzen Dinger hier nehmen, kopieren und wie gesagt, also Werte wieder einfügen. Dann sind diese Funktionen draußen, es steht eben nur noch drin, wahr, falsch, je nachdem. Wichtig ist, dass man jetzt eben so eine Matrize hat und sagt, okay, der ist altersabhängig Fußballabteilung, also altersabhängig Fußballabteilung. Ob jetzt da wahr drin steht, falsch, ein X, ein Z, ein egal was, ist völlig egal. Es muss einfach irgendetwas drinstehen, mehr nicht. Und wenn wir das so aufgeteilt haben, dann können wir diese Ursprungsspalte also entsprechend löschen. Ich habe letztens mit einer Frau telefoniert, die hat gesagt, ich habe 250 Mitglieder. Bis ich das mit Formeln mache, laufe ich da durch und mache einfach überall einfach ein X rein, wenn der das Mitglied hat. Da habe ich gesagt, okay, ich würde es nicht machen. Selbst wenn es 20 wären, würde ich es nicht machen, aber macht nichts. Okay, bei den Ehrungen im Endeffekt genau das Gleiche. Hier noch etwas, und zwar, hier gibt es in Excel eine Funktion, die nennt sich Suchen ersetzen. Nehme ich mir ganz gern her. Und zwar ersetze ich jetzt zum Beispiel das Wort Ehrenmitglied durch kein Wort, Ehrenmitglied Leerzeichen für Leerzeichen. Das ersetze ich durch nichts, alle ersetzen. Und dann will ich noch den String für Leerzeichen, Jährige. Ebenfalls durch Vereins. Das will ich auch durch nix ersetzen. Habe ich vertippt. Ja, macht man es einfach so. Das kopiere ich. Ja. Das ist bei mir, man sieht das vielleicht, ja. Genau, und dann gibt es hier noch ein paar mit jährige Vereinsmitgliedschaft und das wollen wir auch ersetzen. Und dann bleibt bei den Ehrungen eben nur noch 20 oder 30 drin. Das ist dann später viel einfacher eben hier zu... Ja, super. Ja, das ist keine saubere Listen. Das war so. Der hat zum Beispiel 2 drin, 30 oder 20. Der hat 50 drin, total vertippt, und einer noch 10. Das heißt, dann haben wir 10, 20, 30, 50. Wer wissen will, wie viel das man wirklich hat, ganz einfache Methode, einfach markieren und dann eben hier filtern. Und im Filter sieht man dann, was man alles hat. Also ich habe 10, 20, 30, 50, 10, 20, 30. Also 10, 20, 30, 40, 50 und kann dann eben sagen,
Machen wir 10 Jahre Ehrung 10. Sagt dann, okay, ist gleich, wenn, Klammer auf, das hier gleich 10 ist, dann machst du mir hier ein X rein und ansonsten nichts. Da haben wir gedacht, da ist jetzt ein 10er, da sieht man, da ist jetzt ein X drin. Genau. Ja, stopp. Ja. Du hast nur eine Zeile, wo nur 10 Jahre oder irgendwas dabei steht. Das hat das uns, geht das uns auf Bretter. Da habe ich nicht gesehen. Ach, da ist er. Also das wäre natürlich viel sauberer, wenn es eine saubere Listen wäre. So, und dann haben wir noch Ehrung 30. Genau die gleiche Funktion mit Fixierung am P. Können wir die rüberziehen wieder. Und aus dem 10 machen wir dann auch 30. Dann haben wir eine Ehrung. Erstmal Ehrung 50 war das, glaube ich. Wieder rüberziehen, also das so. Und dann haben wir noch einen Spezialfall, das ist 30 und 20. Und in dem Fall mache ich es jetzt einfach nur, damit es schneller geht ein bisschen, mache ich das jetzt wirklich so. Damit 20 habe ich jetzt gar nicht. Also ich will das jetzt nicht anlegen, ehrlich gesagt. Ich mache da. Das war ein Test von mir mal. So, dann haben wir alle Ehrungen. Der 20 haben wir auch noch. Oh Gott. Ehrung 20 gibt es tatsächlich noch. So, auch hier rüberziehen. So, also, so kann man sich so eine Excel-Liste vorbereiten. Also, wie gesagt, also es wäre jetzt maßlos übertrieben, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt einen Excel-Kurs draus. Auch hier müsste ich jetzt dieses wieder kopieren, weil ich, wenn ich diese Spalte sonst lösche, dann sind die ganzen Xen wieder weg. Also auch hier würde ich das kopieren und würde dann eben das Kopierte eben entsprechend wieder einfügen. So, und kann dann diese Ehrungsspalte hier entsprechend rauslöschen. So, dann sind wir mit unserer Importliste soweit fertig. Die haben wir also vorbereitet. Wir haben jedes Feld sauber in einer Spalte, jeden Beitrag sauber in einer Spalte und auch hier die Ehrung sauber in einer Spalte. Und dann wechseln wir, oder müssen wir das Ganze speichern. Speichern unter. Und zwar müssen wir das speichern, oder würde ich jetzt vorschlagen, ganz schwer, dass wir das speichern, und zwar als CSV-Datei. Machen Sie das bitte. Durch das kann jedes Programm besser arbeiten. Excel speichert in seinen Dateiformaten so viel Zeug mit. Aus dem Grund eben hier bitte unbedingt als CSV-Trennzeichen getrennt speichern. Beispiel Import habe ich hier. Jawohl, der will ich ersetzen. So, fertig. Jetzt kann ich diese Liste für den Import, oder muss ich diese Liste für den Import schließen. Ja, schaue ich nochmal ganz kurz nach, weil eins denke ich mir jetzt gerade, ich bin nicht ganz sicher, ob ich alle Ehrungen habe. Ich will jetzt die Ehrung, also wir müssen jetzt natürlich auch alle Ehrungen anlegen, zum Beispiel also 10 Jahre Ehrung speichern, dann 20 Jahre speichern, dann haben wir 30 Jahre speichern und ich glaube 50 Jahre. Matthias, sonst irgendwas? Ich glaube, das ist spannend. Genau. Also die haben wir jetzt alle angelegt und jetzt können wir unter Verwaltung Import eben unseren Import entsprechend beginnen. Das Ganze ist ganz einfach. Ich will Beitragsgruppen mit importieren. Jetzt hätte man natürlich das Gleiche mit den Abteilungen auch machen können. Brauche ich jetzt mal nicht. Und Ehrungen will ich mit importieren und ich will vorhandene Daten vor dem Import entsprechend löschen. Klicke unten auf Starten.
Sie haben angegeben, dass sämtliche vorhandene Mitglieder- und mitgliedsbezogene Daten vor dem Import gelöscht werden sollen. Sollen Sie diese oder sollen Sie diese Daten wirklich löschen? Wollen Sie diese Daten wirklich löschen? Jawohl, wir haben ja gar keine Mitglieder drin. Also natürlich ja. Aber wie gesagt, muss man ein bisschen aufpassen. Da kann man sich seinen gesamten Datenbestand schrotten. Ja, jetzt fragt er hier, welches Format hast du denn? Wie gesagt, Excel ist sehr giftig. Aus dem Grund haben wir eben das Ganze als CSV-Datei gespeichert. Und wenn wir das Ganze als CSV-Datei gespeichert haben, wählen wir hier auch getrennte Werte aus. Dann müssen wir hier auswählen, wo unsere Import-Datei steckt, wo die ist. Die ist hier. Weiter. Dann dieses Trennzeichen bei CSV-Dateien ist es ein Semikolon. Jetzt können Sie aber natürlich auch durchaus andere textbasierte Importformate verwenden, bei denen zum Beispiel das Komma ein Trennzeichen ist, ein Leerzeichen, ganz ein anderes Zeichen oder ein Tabstopp. Dann kann man hier für die Spezialisten noch ein Encoding angeben, wenn man also auch ganz spezielle Dateiformate hat. Standardmäßig ist es immer Windows 1252. Dann weiter. Und was jetzt kommt, ist eigentlich relativ easy. Und zwar müssen wir jetzt praktisch die Spalten der Importdatei den Spalten von NetXP-Verein zuordnen. Jetzt könnte man natürlich Glück haben und dann könnten glücklicherweise die Spalten in NetXP-Verein genauso heißen wie in der Importdatei. Sie werden lachen, wie oft das stimmt, denn die IBAN oder der Ort zum Beispiel, die heißen meistens in jeder Datei Ort. Egal, was das jetzt für eine Datei ist, wo er herkommt. Bei Straße schaut es schon ähnlich aus. Ich habe da extra ein paar umbenannt, damit er es eben nicht findet. Genau. Was ich jetzt machen muss, ist Folgendes. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Beitrag altersabhängig. Den finden wir jetzt ganz einfach. Beitrag, Standardbeitrag, altersabhängig. Ich nehme dieses Feld hier und ziehe das einfach unten auf das Feld der Importdatei. Sie sehen, das Ganze wird also sofort grün. Das bedeutet, jawohl, er weiß, alles, was hier drin steht, importiere ich oder bei denen lege ich automatisch diesen altersabhängigen Beitrag an. Und das Ganze macht man weiter. Und jetzt haben wir also unsere ganzen hier Beiträge schon mal zugeordnet. Dann geht es weiter hier unten mit den Ehrungen. Ehrung 10, 20, 30, 50. Macht man genauso. 10, 20, 30, 50. Der Nachname können wir wieder suchen auch. Den Nachnamen ordne ich zu. Dann haben wir PLZ. Ich habe die extra umbenannt vorher. Die heißt natürlich PLZ. Und dann auch die Straße. Einfach klicken und ziehen und übernehmen. Vorname, genau. Weiter und auf Fertigstellen. NetXP-Verein beginnt jetzt den Import von 295 Mitgliedern. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, was zu erklären. Wenn Sie jetzt zum Beispiel schon Mitglieder in Ihrer Datenbank haben und wollen jetzt zusätzliche Mitglieder, zum Beispiel Nichtmitglieder, Spender oder Ähnliches dazu importieren, dann machen Sie diesen Import genauso wie ich jetzt, mit dem einzigen Unterschied, dass Sie natürlich diesen Haken vorher löschen nicht setzen. Wenn Sie den nicht setzen, werden zu Ihren bestehenden Mitgliedern diese neuen Mitglieder hier hinzu importiert. Wenn Sie das machen, sollten Sie aber bitte unbedingt selbst vorher von NetXP-Verein eine Datensicherung der Datenbank anfertigen. Das macht man hier unten mit diesem kleinen B, öffnet sich ein Backup-Client, der eigentlich relativ einfach zu bedienen ist. Denn mithilfe dieses Backup-Clients können Sie bei einem fehlgeschlagenen Import die alte Datenbank ganz einfach selbst wiederherstellen und müssen nicht eben warten bis Montag, bis bei NetXP wieder einer am Schreibtisch sitzt. So ist ein kleiner Tipp von mir. Ja, jetzt sagt der Datenimport ist erfolgreich abgeschlossen. NetXP-Verein wird neu gestartet. Klickt mal auf OK. Die Software startet einmal neu und, das sollte man nach jedem Import machen, sollte man uns natürlich anschauen, ob die Mitglieder also auch alle korrekt hier importiert wurden.
Und dazu schauen wir uns jetzt mal die Mitgliederliste an. Und Sie sehen, absolut perfekt, es sind also jetzt alle Mitglieder enthalten. Und wenn wir uns ein einzelnes Mitglied jetzt mal anschauen, hier exemplarisch an diesem Beispiel, sehen wir also grundsätzlich auch, dass eben auch diese beiden Beiträge jetzt in dem Fall bei diesem Mitglied hier entsprechend mit importiert wurden. Schauen wir, ob die auch eine Ehrung hatte. Nein, die hat keine Ehrung gehabt. Können wir uns mal einen anderen anschauen, Ehrungen. Ich habe ein bisschen gespielt bei dem Testverein wieder. Ich müsste dieses, Sekunde. Ich muss nur ganz kurz was einschalten, ohne dass man jetzt da groß weiß, was ich da mache. Aber ich muss das leider kurz aktivieren. Ich glaube, ich muss leider jetzt den Netzwerkverein einmal neu starten. Also ist jetzt nicht so, ja, haben wir schon gedacht. Ist nicht so tragisch. Also die Ehrungen hätte er jetzt ganz genauso mit importiert natürlich. Wie gesagt, das ist ein Testverein hier, mit dem ich hier wieder arbeite. Und den nehme ich also immer her den ganzen Tag. Und da kann es also immer wieder mal sein, dass innerhalb eines Tests praktisch ich hier Sachen einstelle, die aber bei Ihnen niemals eingestellt werden im Normalfall. Ja. So einfach ist im Endeffekt der Import einer Mitgliederdatei. Sie sehen, das tatsächlich Komplizierte findet in Excel statt. Wäre Excel noch gerade so einfach, wie es Netix Befreien ist, dann wäre das alles kein Problem. Gibt es so zum Import von Mitgliedern noch Fragen? Nicht? Ja, das